Gut. Ja, dann würde ich sagen, legen wir erstmal los. Ich begrüße Sie, wie gesagt, alle zu unserem ersten Workshop. Mein Name ist Melanie Dreher. Ich bin Projektmanagerin bei der Stiftung Lesen und für die Organisation unserer Weiterbildung zuständig. Einige von Ihnen haben mich sicherlich auch schon mal live gesehen oder zumindest telefonisch gesprochen mit mir. Und heute möchte ich mit Ihnen gemeinsam mit unserer langjährigen Leseclub-Referentin Heike Kielsmeier das Thema Leseclubs for Future vorstellen. Das ist eines von zwei neuen Themen, die wir allen Betreuerinnen und Betreuern der Leseclubs dieses Jahr in den Weiterbildungen anbieten wollten. Manche unserer Präsenzveranstaltungen mussten ja schon ausfallen, leider. Deshalb möchten wir eben nun die digitalen Möglichkeiten nutzen, um Ihnen Anregungen für die weitere Arbeit im Leseclub zu geben. Freuen Sie sich heute also auf spannende Aktionsideen rund um unser Thema tierisch nachhaltig. Eine davon mindestens können Sie sogar schon sofort digital mit Ihren Leseclub-Kindern nachmachen. Genau. So, dann möchte ich auch gar nicht mehr viel länger schwätzen, sondern übergebe schon an dich, liebe Heike. Einige Leseclubs werden dich sicher schon auf Weiterbildung erlebt haben, aber eine kleine Vorstellung deiner Person und wie du zu den Leseclubs gekommen bist, schadet ganz sicher nicht. So, ja, dann darf ich Sie alle ganz recht herzlich begrüßen zu meinem ersten Webinar, tierisch nachhaltig, und stelle ich mich einfach noch mal ganz kurz selbst vor. Ich heiße Heike Kielsmeier, ich bin Literaturpädagogin und leite schon seit 10 Jahren selbst einen eigenen Leseclub, die Buchstabendetektive. Und dort nehmen jedem Jahr etwa so 50 bis 60 Kinder pro Schuljahr in 4 verschiedenen Gruppen teil. Und das war letztendlich auch so ein bisschen der Ausschlag und eben meine Qualifizierung zur Literaturpädagogin, dass ich als Referentin schon gleich von Projektstart an bei den Leseclubs dabei war. Außerdem organisiere ich ganz viele Literaturprojekte für Kinder und Jugendliche und bin als Fortbildungsreferentin zu vielen verschiedenen Themen der Leseförderung auch bundesweit unterwegs. Ja, ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Organisation des Schrobenhausener Lesefestes Sob Liest, das eigentlich jetzt in dieser Woche, also so rund um den Welttag des Buches, hätte stattfinden sollen und natürlich aus bekannten Gründen verschoben werden muss oder auch zum Teil ausfallen wird. Ja, und ehrenamtlich engagiere ich mich im Bundesverband Leseförderung und in der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien. So, meinen Vortrag starten möchte ich heute mit der Vorstellung des neuen Weiterbildungsmoduls. Also ich werde erstmal meine Präsentation einspielen, damit es auch jeder sieht. Moment. So, ich hoffe, das ist jetzt für jeden sichtbar. Also ich werde starten. Meine Präsentation eben mit der Vorstellung des neuen Weiterbildungsmoduls, um Ihnen dann meine Motivation zu erläutern, warum ich mir das Thema tierisch nachhaltig rausgesucht habe und die Bedeutung für die Arbeit im Leseclub auch darstellen. Ein weit größerer Punkt meiner Präsentation wird dann die Buchvorstellung mit den Aktionsideen sein. Die meisten Bücher, das sage ich gleich vorweg, haben Sie bereits in Ihrer Medienausstattung in den Leseclubs. Ein paar werden auch nachgeordert werden können im Herbst. Und zwar gibt es da auch noch mal ein spezielles Paket zum Thema Klima- und Umweltschutz. Und da sind auch schon einige Bücher dabei, die ich Ihnen heute vorstellen werde. Die Aktionsideen, dazu habe ich jeweils kleine Videos gefertigt, sodass Sie Schritt für Schritt auch verfolgen können, wie ich das praktisch hier zu Hause umgesetzt habe. Diese Videos werde ich auch in den nächsten Tagen noch ein wenig anreichern mit der Buchvorstellung und auch mit der Ansprache an die Kinder, sodass sie die auch eins zu eins direkt an ihre Kinder weiterleiten können und so diese Corona-Zeit etwas über die Ferne überbrücken können. So mache ich das übrigens auch mit meinen Buchstabendetektiven. Die bekommen ab und an so kleine Videos oder Buchtipps, um sie einfach noch ein bisschen bei Laune zu halten. Ja, mit dem Thema Leseclubs for Future hat die Stiftung Lesen sich einfach ein Thema rausgesucht, das absolut im Trend liegt. Man muss eigentlich noch fast sagen, ein bisschen vor Corona noch mehr im Trend war als jetzt, aber man merkt auch schon, dass so ein bisschen wieder was zurückkommt.
und sich auch auf diese Friday for Future Bewegung halt begründet ist und auch sich wirklich sehr auf dem aktuellen Kinder- und Jugendbuchmarkt widerspiegelt. Es folgt dabei auch der Annahme, dass jeder, egal wie alt er ist oder wie jung er ist und mit welchen Fähigkeiten er ausgestattet ist, in der Lage ist, in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und aufgrund ihrer niederschwelligen und motivierenden Angebote im Leseklub kann die Gemeinschaft oder jeder Einzelne auch dazu angeregt werden, eben diese Verantwortung auch selbst zu übernehmen. Ein Praxisbeispiel von mir wird auch konkret darauf hinweisen, da werden zum Beispiel die Kinder angeleitet, wirklich im ganz, ganz kleinen Rahmen Verantwortung zu übernehmen und eine Pflanze zu pflegen. Also regelmäßig dafür zu sorgen, dass sie gegossen wird und dass sie Sonne und Licht erhält. Und ebenso kann aber die Beschäftigung rund um die Themen Nachhaltigkeit, Klima, Umwelt und Tierschutz Räume schaffen, um sich in der Rücksichtnahme zu üben, einfach um Rücksicht aufeinander zu nehmen oder auch Rücksicht auf Tiere zu nehmen. Hier habe ich tatsächlich ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Leseklub. Da war im letzten Jahr ein Mädchen, die hat die ganze Zeit ihre Brotzeitdose in der Hand und immer wieder reingeguckt und zugeklappt und irgendwann ist sie dann doch neugierig geworden. Und zunächst wollte sie es gar nicht zeigen und dann hat sie es aber doch geöffnet und dann haben sich in dieser Brotzeitdose tatsächlich über 30 Schnecken befunden. Und sie wollte die unbedingt mit nach Hause nehmen und die sollten auch unbedingt in ihrem Zimmer leben. Und daraufhin haben wir uns dann ein Buch angeschaut zum Thema Schnecke, haben uns den Lebensraum angeschaut und was Schnecken eben fressen und was sie gerne mögen. Und es ist daraufhin auch eine ganz tolle Diskussion in der Gruppe entstanden. Und die meisten Kinder waren dann auch tatsächlich der Meinung, also die Brotzeitdose ist wirklich der schlechteste Aufenthaltsplatz für diese 30 Schnecken. Und das Mädchen konnte sich dann tatsächlich dazu überzeugen lassen, die wieder freizulassen. Und das haben wir natürlich auch in der Gemeinschaft dann gleich praktiziert. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass es den Schnecken so deutlich besser geht. Und darüber hinaus lädt das Thema aber auch alle ein, sich selbst eine eigene Meinung zu bilden und diese auch äußern zu dürfen. Dafür ist natürlich der Leseklub in seinem geschützten Rahmen besonders geeignet, sich auch darin zu üben, eine eigene Meinung zu äußern und vielleicht auch nochmal zu überlegen und zu reflektieren, wenn jemand anderes bessere Argumente hat. Und darüber hinaus sollte das Thema im höchsten Maße dazu anregen, eben selbst aktiv die Zukunft mitzugestalten. Und dafür eignen sich auch hervorragend zum Beispiel die Themen Müllvermeidung und Naturschutz. Ich selbst habe mir das Thema tierisch nachhaltig rausgesucht, ja, und da muss ich tatsächlich sagen, aus reinweg komplett egoistischen Gründen, weil ich seit einiger Zeit mit diesem Thema MINT und Lesen sehr vertraut bin und mich da auch, ehrlich gesagt, richtig drin verliebt habe. Man könnte fast sagen, dass ich schon ein bisschen mintifiziert bin und dieses ganze Weiterbildungsprogramm Leseklub for Future natürlich wunderbar an diese Weiterbildungen anknüpft, die Sie als Leseklub zum Teil ja auch schon erhalten haben. Dann hat eben dieser Themenkomplex Tiere und Nachhaltigkeit auch einen unglaublich hohen Alltagsbezug. Und wie Sie ja selber wissen, sind alle Themen, die eben zu der Lebenswelt der Kinder passen, auch besonders nachhaltig für das Behalten der Geschichten und um für das Lesen auch eine Bedeutung zu finden. Und je bedeutender die Geschichten für die Kinder sind, umso besser werden die auch behalten und umso besser werden die auch in die Familien getragen, umso nachhaltiger wirken sie. Und Tiere, ja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt kein Kind, das nicht Tiere liebt, egal in welcher Form. Und auch aus welchem Land diese Kinder kommen. Also die Tierbücher sind wirklich über alle Herkunftsländer verteilt, bei Kindern über ein ganz großes Altersspektrum sehr, sehr beliebt. Einerseits halt Geschichten über Tiere oder auch Sachbücher, die
besonders interessantes Faktenwissen präsentieren. Also meine Kinder finden es immer total klasse. Also meine Kinder meine ich natürlich die Buchstabendetektive, über Rekorde zu sprechen, welche Tiere sind die schnellsten, besonders cool sind die stinkigsten Tiere. Und die fanden zum Beispiel auch ganz cool, dass sich eben Heringe durch Pupsgeräusche unterhalten. Und dieses Thema hat eben auch einen sehr, sehr hohen Aufforderungscharakter, überhaupt was zu tun, aktiv zu werden und sich auch näher zu informieren, also noch einmal genauer nachzulesen, worum geht es dabei überhaupt. Und ein ganz, ganz schöner Aspekt ist auch, dass man wunderbar mit den Kindern ins Philosophieren kommen kann und einfach mal sie auffordern darf, dass sie selber äußern, was sie denken, zum Beispiel auch über die Themen der Zukunft. Aber was hat das Ganze jetzt überhaupt mit dem Leseklub zu tun? Wie können wir da diese einzelnen Aspekte ganz gut umsetzen und was bedeutet das für unsere Kinder? Ja, Sie sehen meine Grafiken, die habe ich selbst mit dieser Fingerdrucktechnik gemacht, weil urheberrechtlich das ja ansonsten ein bisschen schwierig ist bei so einem öffentlichen Webinar. Ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Kindergartenkunst. Also im Mittelpunkt stehen natürlich alle Mitglieder des Leseklubs. Ich habe jetzt aus Übersichtlichkeitsgründen eben nur mal ein Kind rausgewählt. Und dieses Kind oder diese Kinder stehen eigentlich, sind umgeben im Leseklub von vielerlei Dingen und Aktionen. Zum einen natürlich von Leseklub-Medien, egal welche Art. Es können Bücher sein, Zeitschriften und auch digitale Medien. Hier habe ich natürlich mal ein Buch zum Thema Tiere und Co., also alles, was so naturwissenschaftliche Sachen abdeckt, noch mit eingefügt. Und auf der anderen Seite stehen eben vielleicht Aspekte, was man basteln kann im Leseklub, Rätseln, wie man sich selbst informieren kann oder auch beobachten und so weiter. Diese Aktionsideen, die hängen natürlich ganz unweigerlich gerade mit Ihnen selbst auch zusammen, also mit den Leseklub-Betreuerinnen und Betreuern in hohem Maße. Der Austausch zwischen dem Lesen und eben diesen Aktionen, der erfolgt also direkt durch Sie oder durch eben andere Leseklub-Mitglieder. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Verbindung, dass immer die Kinder davon profitieren in der Interaktion mit ihnen selbst. Und beide Themenbereiche, und das ist eben auch das Schöne an fast allen Themen, die mit MINT zu tun haben, dass sich die Themen gegenseitig befruchten. Das heißt also, Kinder, die zum Beispiel jetzt gerne ein Buch lesen, also man kann mit einem Buch starten, sich zum Beispiel ein Buch anschauen über Insekten und dann kann man sofort dazu eine Aktion unternehmen und zusammen beispielsweise ein Insektenhaus basteln. Es kann aber eben auch anders sein, dass die Kinder zum Beispiel sehen, ach, vorm Leseklub, da liegen jedes Mal, wenn ich komme, mein Haufen Plastikflaschen rum, was sollen die da überhaupt? Und da könnte man schauen, im Leseklub finde ich jetzt ein Buch zum Thema Plastik und schaue mir genau an, woraus wird Plastik überhaupt hergestellt, wer hat es vielleicht sogar überhaupt erfunden und wie viel Zeit muss vergehen, bis Plastik überhaupt verrottet. Also beide Themen wechseln sich fröhlich miteinander ab und im Idealfall ist das wie so ein Ping-Pong-Ball, der hin und her gespielt wird, ja. Also von der Aktionsidee kommt man wieder zum Buch und vom Buch zur Aktionsidee. Und so können wir wirklich auch durch diese Kombination erreichen, dass einerseits eben Lese- und Sprechfreude vermittelt wird und in jedem Fall auch eine Wortschatzerweiterung und bestenfalls auch eine Erhöhung der Lesekompetenz. Und auf der anderen Seite wird eben auch der Forschergeist geweckt, ja, die Lust überhaupt mal selbst was zu experimentieren, zu forschen, gegebenenfalls auch zu versagen, wieder neu zu starten und nochmal neu zu forschen und ständig mich auch mit den anderen darüber auszutauschen. Also ich denke, das ist so ein ganz lustvoller Umgang eben mit Ideen. Und das Schöne dabei ist, dass eben sich einerseits diese beiden Themenkomplexe so auch gegenseitig miteinander befruchten, aber auch die Leseklub-Kinder im höchsten Maße davon profitieren. Einerseits eben durch die Geschichten,
lernen sie eben unterschiedliche Lebenswelten kennen, können sich leichter in andere hineinversetzen, entwickeln Empathie. Und auf der anderen Seite wachsen sie vielleicht auch daran, dass sie sich als Experte für ein Themengebiet zum Beispiel herausstellen oder dass sie Erfolge haben beim Experimentieren. Und alles zusammen lässt sie halt auch in ihrer Persönlichkeit enorm wachsen. Sie werden zu einem Mitglied der Gesellschaft, an dem sie aktiv teilhaben. Und das sind eigentlich wunderbare Sachen, die Sie in Ihrem Leseklub den Kindern mit auf den Weg geben können. Und wie gesagt, ich habe das in vielen Leseklub-Schulungen ja auch schon mitbekommen bei Ihnen, dass Sie da ganz großartige Arbeit leisten. Ja, und ein weiterer Grund, warum diese Verknüpfung der Themen auch wichtig ist, ja, ist ein ganz basaler Grund, weil einfach man auch, um Nachhaltigkeit richtig ausüben zu können und um sich in der Tierwelt besser auszukennen, muss man einfach auch lesen können. Ja, Sie können zum Beispiel keinen Müll sortieren, wenn man nicht erkennt oder lesen kann, was in die einzelnen Tonnen zum Beispiel herein soll. Und man wäre auch nicht in der Lage, Schutzzonen von Tieren zu erkennen, weil man einfach die Schrift oder auch die Bilder nicht interpretieren kann. Hier hängt natürlich alles von der Lesekompetenz ab. Ihr Teilbestandteil ist die Leseflüssigkeit, die die Kinder erwerben müssen. Da haben Sie auch schon ein Seminar gehabt zu Lese, Lernen, Spielen, wo Sie das in Ihrem Rahmen so ein bisschen auch forcieren können. Und da gibt es auch ein schönes Webinar mit Imke Hansen, wo man auch nochmal alles nachhören kann. Und zum anderen spielt ja die Lesemotivation spielt eine große Rolle. Und die fördern Sie sowieso jederzeit im Leseklub durch Ihr Tun. Ja, und dass beides wirklich unweigerlich auch miteinander zusammenhängt, zeige ich Ihnen nochmal in einem Bild aus meiner Praxis. Und zwar haben wir da einen Leseprojekttag gemacht, wo es auch um das Thema Nachhaltigkeit ging. Und zwar haben wir dort auch Papier geschöpft und die Kinder sollten Papier reißen und einerseits auch feststellen, welche Seite sich von der Zeitung besser reißen lässt, wo sie die größeren Streifen halt abreißen können. Und dieser Junge ist da mitten beim Reißen. Sie sehen, die Zeitung ist noch so halb da, stecken geblieben, weil er wohl irgendwie bekannte Gesichter auf dem Bild entdeckt hat und dann erstmal den Zeitungsbericht gelesen hat. Also beide Seiten hängen wirklich unweigerlich miteinander zusammen. So, und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit den Praxistipps. Wenn Sie jetzt schon zwischendurch Fragen haben, dürfen Sie die jederzeit jetzt gerne stellen. Ja, vielen, vielen Dank dir, Heike. Ich denke, das war wirklich schon mal eine sehr schöne Einführung ins Thema und zeigt eben auch genau unseren Hintergrundgedanken, warum wählen wir dieses Thema aus, weil es eben in beide Richtungen sozusagen wichtig ist, in beide Richtungen wirken kann, sowohl was das Lesen angeht, was die Lesemotivation zu fördern angeht, als auch die Nachhaltigkeit bei den Kindern durch das Lesen fördern und mit dem Lesen fördern. Und gerade weil das eben auch in der Kindheit ja mittlerweile wirklich immer ein wichtigeres Thema wird und die Kinder sich darum eben auch bemühen, haben wir eben beschlossen, dass wir das eben auch in den Leseclubs aufgreifen möchten. Und ich bin mir auch sicher und habe schon viele Rückmeldungen von Ihnen bekommen, dass Sie da auch viel Lust drauf haben. Und ja, deswegen machen wir auch bald weiter. Ja, vielen Dank, Heike. Ich bin vor allem jetzt ganz gespannt auf deine vielen sehr, sehr spannenden Aktionsideen und unter anderem auch darauf sehr gespannt, wie weit dein Igel denn jetzt seine Figur bekommen hat. Oh, ich darf jetzt noch nichts verraten, es wird spannend. Ein ganz kurzer Hinweis noch an Sie. Wie gesagt, Sie können sich immer gerne im Chat melden mit Fragen. Wir können Sie auch zwischenzeitlich auf laut stellen, wenn Sie das möchten und eine Frage laut stellen möchten. Sinnvoll ist es hierfür, dass Sie die Funktion Handheben nutzen. Die Handhebefunktion finden Sie, wenn Sie auf, in der Leiste von Zoom unten, also in der Steuerungsleiste sozusagen, wo Sie auch den Chat öffnen können, finden Sie auch den Button Teilnehmer. Wenn Sie darauf klicken, dann sehen Sie unten rechts oder links, je nachdem welches Gerät Sie verwenden, immer unten, dass die Funktion Handheben erscheint. Wenn Sie da drauf klicken, ja, blinkt sozusagen bei uns eine blaue Hand auf in ihrem Namenskasten und dann wissen wir, okay, Sie wollen eine Frage stellen und dann würden wir die quasi zwischenschalten.
Ansonsten immer gerne im Chat Fragen stellen, die können wir auch im Nachgang noch beantworten, rund um das Thema sehr gerne oder auch die Frage, die Sie einfach ja auf dem Herzen haben sozusagen, können Sie gerne stellen. Dann würde ich sagen, Heike, wenn es bisher noch keine... Eine Handmeldung sehe ich gerade. Oh, eine Handmeldung siehst du schon. Ja. Wunderbar, sehr gut, gut aufgepasst. Ja, Frau Schöneborn, genau. Hat das schon ausprobiert, genau. Gut, Frau Schöneborn, ich mache Sie mal auf laut, wenn das in Ordnung ist. So, Frau Schöneborn, Sie sind jetzt auf laut. Kann Sie mich hören? Ja. Ja. Ja, mich würde interessieren, wie Sie mit dem Thema Heterogenität zurechtkommen, weil wir haben das Problem, dass wir Kinder haben von 7 bis 12 Jahren und gerade jetzt bei den Online-Angeboten ist es da ziemlich schwierig, da ein Buch rauszusuchen, was dann wirklich alle anspricht. Was haben Sie da für Tipps für uns, dass wir da mehrere Termine anbieten und das eingrenzen? Weil wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Gruppe gemacht, eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Kinder dann drin sind und wo wir dann praktisch Termine anbieten und sagen, an dem und dem Termin machen wir ein ganz bestimmtes Buch und da können sich die Kinder dann praktisch einklicken, wie sie wollen. Aber das ist für uns immer sehr unwägbar. Wir wissen nicht, wie viele Kinder teilnehmen, ob die Zeit passt, ob das Alter passt. Also ich finde dieses Thema Heterogenität sehr schwer, auch deswegen, weil die Kinder, die dann ein höheres Alter haben, nicht immer lange genug in Deutschland sind, dass sie dann auch auf dem entsprechenden Stand sind wie andere Kinder in ihrem Alter. Ja, also darf ich da direkt darauf antworten, oder? Ja, gerne. Genau. Und zwar würde ich sagen, Sie machen das eigentlich schon perfekt. Also Sie bieten das an mit dem Buch und die Kinder, die möchten, die können sich halt anmelden dazu. Und ich denke auch, was viel anderes gibt es gar nicht. Also wenn Sie ein bisschen Mischung machen, mal Bücher für Ältere anbieten, dann ist es nicht dramatisch, wenn sich jetzt auch jüngere Kinder mit einwählen. Und wenn Sie Bilderbücher anbieten und es melden sich noch 12-jährige Kinder an, ist das auch in Ordnung. Also ich selbst probiere auch noch ziemlich rum, gerade wie dieses Thema online funktioniert, weil man einfach nicht direktes Feedback bekommt von den Kindern. Aber ich würde tatsächlich auch einfach über das Thema starten. Ich muss und dann versuchen, alle Kinder abzudecken. Weil sobald Sie, das haben Sie ja auch schon angedeutet, sagen, ich mache jetzt ein Angebot nur für 12-Jährige und dann sind aber Kinder dabei, die das gar nicht verstehen können, dann hat man auch keine Freude dabei. Ich muss dazu sagen, dass unser Leseklub leider erst zweimal stattfinden konnte, bevor jetzt die Schließungszeit war, sodass wir da auch wenig Probelauf hatten und dann eigentlich so ins kalte Wasser geschmissen sind jetzt mit diesen ganzen Online-Webinaren, Online-Angeboten, die wir machen und jetzt haben wir auch noch keins durchgeführt. Wir sind jetzt gerade in der Planung, morgen soll das erste stattfinden und da sind wir jetzt wirklich am Überlegen, wie wir das auch machen, den Kindern die Texte zu verschicken, ob wir da seitenweise das zuschicken sollen oder jedes Kind kriegt zum Beispiel eine Textseite, also dass wir die auch wirklich mit einbeziehen, weil es soll kein Vorleseangebot sein. Wir möchten ja, dass die Kinder auch selber lesen. Ja, aber ich denke, da gibt es auch wirklich keine allgemeingültige Regel für. Ich denke, Sie probieren es einfach und schauen, wie die Kinder das zurückmelden. Ich finde es toll, dass Sie diesen Aufwand auch betreiben und das tun. Und ich denke, selbst die Lehrkräfte wissen im Moment gar nicht, was genau bei ihren Schülern ankommt. Also die probieren auch aus und Sie im Leseklub machen das ehrenamtlich. Und wenn Sie Angebote schaffen für die Kinder und die freuen sich mit Sicherheit, wenn sie sie überhaupt hören und irgendwo daran teilhaben können, dann spielen die Altersgrenzen, glaube ich, am Anfang gar nicht so eine ganz große Rolle. Und vielleicht würde ich auch gar nicht so viel mit Texten machen, sondern vielleicht ein Rätsel. Und da kommen wir auch gleich noch zu. Da zeige ich vielleicht auch eine schöne Methode, was Sie einfach auch online machen können. So ein ganz kleines Rätsel, wo sicherlich auch viele unterschiedliche Altersgruppen teilnehmen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schönborn, für die Frage und auch danke an dich, Heike, dass du das so kompetent auch schon beantwortet hast. Tatsächlich muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Text verschickt, der natürlich einem anderen urheberrechtlich gehört, immer am besten vorher Verlage fragen und sich eben da auch absichern. Natürlich ist es in allermeisten Fällen natürlich okay, wenn man das wirklich an eine kleine, feste Gruppe sozusagen von Kindern macht. Aber genau, dazu haben Sie ja schon ein Mailing von uns auch erhalten mit ein paar Hinweisen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den Aktionsideen und beziehungsweise machen jetzt weiter. Und Heike, du hast es eben schon ganz toll angekündigt. Für mich bleibt eigentlich nur noch zu sagen, genau, später haben wir ja die App Kahoot in Benutzung. Die hatte ich Ihnen ja auch schon in der Mail ans Herz gelegt, sie sich herunterzuladen auf Tablet oder Smartphone.
wenn man mitmachen möchte. Das macht sehr viel Spaß. Ich kann Sie nur herzlich einladen. Es ist auch ganz einfach. Und es macht auf jeden Fall Spaß, wenn man das alles zusammen sozusagen ausprobiert. Und genau, hier Heike, ich übergebe dir wieder das Wort und mache mich wieder auf leise. Und ja, viel Spaß bei den Aktionsideen. Gut, danke. Ja, also starten möchte ich mit dem Bilderbuch Die Wiese, ein Zoom-Bilderbuch von Hans Balzer und Christa Holtei. Erschienen ist das im Bels und Gelberg Verlag. Und ich finde, die Wiese ist eigentlich ein absolutes Frühlingsthema. Man sieht jetzt auch, wie alles wächst und gedeiht, alles grüner wird. Eigentlich freuen wir uns jeden Tag, dass man das eben auch so genießen darf. Und Hans Balzer hat ganz beeindruckende Bilder gemalt, die sehr realitätsnah sind. Und quasi so ähnlich wie beim Fotoobjektiv zoomt er uns aus der Entfernung in den Lebensraum Wiese hinein. Beginnend aus der Vogelperspektive, ich denke, Sie sehen das so ganz gut. Aus der Perspektive des Storches fliegt er praktisch über die Felder, Wälder und Wege. Und er sieht fast so aus, ein bisschen wie so ein Flickenteppich. Und im weiteren Verlauf stellt er auch Tiere dar, gibt kleine Steckbriefe dazu und beginnt auch von den Tieren eben erst aus der Luft, für die natürlich die Wiese aus der Vogelperspektive ein reichlich gedeckter Speisentisch bedeutet. Ja? Die leben also von der Wiese. Und Doppelseite für Doppelseite zoomen wir uns in dieses Bilderbuch hinein, bis wir praktisch ganz, ganz nah am Boden sind. Sie hören das Blättern zwischendurch. Zu der Seite, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Hier sind wir zum Beispiel sehr, sehr nah am und schon fast unten im Boden drin. Da sehen wir Wespen, die sich ein altes Mäuseloch als Nest umgebaut haben und Ameisen, die unter den breiten Wegerichblättern hin und her flitzen. Also ein ganz, ganz informatives Bilderbuch, was einen sofort dazu bewegen lässt, einfach rauszugehen und auch nochmal genauer hinzuschauen. Also nicht einfach so oberflächlich über die Wiese zu laufen, sondern man nach Betrachtung des Bilderbuchs muss man auch bei jedem Schritt genau überlegen, ob man den setzt und ob man nicht vielleicht einem Lebewesen wehtut. Ja, meine Praxisidee hängt mit einem Lebewesen zusammen. Du hast es ja gerade schon ein bisschen verraten, Melanie, mit einem Tier, das im Boden lebt, sich bei Angst zusammenrollt und ja, wegen seines Starrigkeits bekannt ist. Wir sehen hier den kleinen Igel. Bei mir schaut er tatsächlich nachher anders aus. Und ich werde jetzt dieses kleine Video zu dem Igel einblenden. Dazu habe ich auch Naturmaterialien verwendet. Ich werde Ihnen später auch noch kurz das Buch vorstellen, aus dem ich die Idee habe. So, jetzt klicke ich mal eben um in dieses Video. So, ich halte es noch mal ganz kurz an, weil am Anfang meines Videos werden Sie immer so eine Tafelübersicht sehen mit den Dingen, die man benötigt. Da würde ich mich jetzt nicht ganz so lange mit aufhalten, weil das können Sie ja jederzeit, wenn das Webinar nachher online steht, auch noch mal nachlesen. Und die einzelnen Zutaten, die man eben für diesen Grasigel benötigt, erklären sich im Video dann sowieso automatisch. Wichtig ist halt nur, dass eben das auch aus nachhaltigen Materialien genutzt wird. Und ehrlich gesagt bin ich vorher noch nicht auf die Idee gekommen, meine Feinstrumpfhosen nicht doch in die Mülltonne zu schmeißen. Also lieber nicht wegschmeißen, sondern Igel draus machen. So, ich lasse das Video weiterlaufen. Hier sehen Sie die Zutaten, die ich alle benutzt habe auf meinem Küchentisch. Heike? Ja? Zwischenruf, wir sehen gerade nur die Datei sozusagen. Ich sehe noch kein Video. Vielleicht stoppst du nochmal die Bildschirmfreigabe und guckst nochmal, ob du das Video an sich freigeben kannst. Okay. So, nochmal auf Bildschirm freigeben gehen am besten. Jetzt sehen wir wieder die Datei sozusagen, aber wir sehen nicht das Video. Okay, wie kommt das? Das hat doch vorher funktioniert. Ja. Schau mal, gerade du hast verschiedene Möglichkeiten, das freizugeben. Sonst kann ich es auch nochmal versuchen. Du hast das Video ja auch, ne?
auch, genau. Mach's mal gerade auf, Sekunde. Und dann versuche ich das zu teilen. Ein Augenblick. Einen kleinen Augenblick. So. Genau, prima, perfekt. Wunderbar. Okay, dann machen wir mal weiter. Dann habe ich praktisch gerade ins Blaue geredet. Dann haben Sie ja gar nicht diese Datei gesehen mit der Übersichtskarte, oder? Nee, genau. Aber jetzt die alte Feinpose. So, genau. Da okay, dann kannst du starten. Jawohl. So, also Sie sehen nochmal die ganzen Zutaten, die man dafür benötigt. Die werden aber auch gleich nochmal sichtbar. Hier auf dem Tisch liegen immer meine ganzen Materialien, die ich benötige. Und bei der Feinstrumpfhose, die bestenfalls natürlich schon kaputt ist, schneidet man vorne die Spitze ab oder auch den ganzen Fuß, knüpft dann einen Knoten rein. Das überschüssige Material sollte man abschneiden. Und schließlich auch die Strumpfhose umstülpen, sodass der Knoten innenliegend ist und nicht so stört. Jetzt kommt eigentlich der lustige Teil, wo meine Kinder sehr gelacht haben, dass man die Strumpfhose über eine Schüssel zieht. Da ist es wichtig, dass das Strumpfteil unten nicht komplett auf dem Boden aufliegt. Dann füllt man Rasensamen ein, so eine gute Handvoll, und stopft ordentlich Sägemehl hinten drauf. Also man muss es richtig fest stopfen. Und da passt tatsächlich fast so eine ganze Schüssel rein. Man sieht unten schon die Wölbung von dem werdenden Igel. Dann kann es wieder abgenommen werden von der Schüssel. Es kommt wieder ein Knoten rein und das überschüssige Material wird abgeschnitten. Und jetzt kann man einen Igel draus formen. Meine Kinder behaupten ja, meine Exemplare sehen eher aus wie ein Maulwurf, aber da ist ja der Fantasie freien Lauf gesetzt. Man kann auch Monster machen. Dann habe ich zwei Wackelaugen draufgeklebt und eine Knopfnase. Also auch sehr schön, um alte Knöpfe zu verwenden. Und Bartstoppeln angemalt mit einem wasserfesten Stift. Und dann kommt eigentlich der wichtigste Part, dass der Igel gewässert wird. Also man muss nach und nach immer Wasser dazugießen, bis der sich so richtig satt gefüllt hat. Und dann muss man tatsächlich abwarten und man braucht dazu ein bisschen Geduld. Ungefähr 8 bis 10 Tage, bis die Rasensamen sprießen. Und natürlich braucht der Igel tatsächlich, jetzt gerade in der letzten Zeit, habe ich den eigentlich immer morgens und abends gegossen. Mein noch ein bisschen trauriges Exemplar zeige ich Ihnen jetzt mal so, weil der Rasensamen gerade erst gesprießt ist. Weiß ich, können Sie es so sehen? Ja? Gut. Also es kommen schon so ein paar Haare raus, die man noch nicht schneiden kann. Parallel dazu habe ich aber auch einen Igel mit mit Pressesamen angesetzt. Der schaut so aus. Oh, der ist doch wunderschön. Ja, der ist schön. Ja, da habe ich auch lernen müssen. Presse geht leider nicht durch die Strumpfhose durch. Also der ist dann schon vorher deutlich gewachsen und ich musste dann eben oben einen Teil von dem Strumpf wegschneiden, damit die Presse sich auch entfalten kann. Aber ich dachte, das ist kein Problem. Die Form bleibt ja trotzdem noch vom Igel da. Aber das sollte man eben dabei beachten, wenn man was Schnellwachsendes haben möchte. Ich werde meinen Leseclub-Kindern eben dieses Video schicken, auch mit der Bitte, selbst so einen Grasigel zu machen. Und wenn Sie Lust haben, können Sie mir einfach zwischendurch auch mal ein Foto schicken, welche Fortschritte das schon gemacht hat. Genau, das war also die Aktionsidee der Grasigel aus dem Buch The Dead Lab. Mit Papa coole Sachen machen. 40 einfache und witzige Experimente. Ich hatte nachgeschaut, habe aber jetzt nicht gefunden, dass es bei Ihnen in den Leseclubs auch in der Medienausstattung vorrätig ist. Genau, hier vorne drauf, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, sieht man auch den Igel, den Grasigel, wie der gegossen und beschnitten wird. Und da sind ganz viele andere tolle Experimente auch noch drin. Also vielleicht können ja extra Bestellungen bei Melanie geäußert werden, wenn noch Budget da ist. So, gibt es da schon Fragen oder können wir zum nächsten übergehen? Nee, bisher gibt es noch keine Fragen. Zumindest hat sich noch keiner. Der Chat ist auch noch sehr ruhig. Also alles gut. Schlafen alle noch, okay. Gut. Ja, ich hoffe doch nicht. Alle gespannt am Lauschen. So, dann kommen wir zu dem nächsten Buchtipp.
Und zwar heißt das Buch Zu gut für die Tonne. Kreative Projekte für kleine Umweltschützer. Das Buch gibt es dann mit der Nachausstattung im Herbst 2020. Und da finde ich eigentlich ganz schön, die Autoren des Buches schreiben halt gleich, nur wenn man eben versteht, wie alles funktioniert oder was falsch läuft, kann man etwas ändern. Und hier werden die Themen immer, wird immer kurz eingeführt und dann werden Ratschläge gegeben, wie man sich verhalten kann. Zum Beispiel wird hier sehr verdeutlicht, dass man sich eben gut verhalten sollte, um die Erde so lang wie möglich in Schuss zu halten und dass man auch darüber nachdenken sollte, Energie zu sparen. Also einfach ein ganz konkreter Tipp, schaltet die Lampen aus, wenn man den Raum verlässt und vor allen Dingen schaltet auch Geräte ganz aus und nicht nur auf Standby, weil es ja trotzdem auch Energie kostet. Und natürlich für die Kinder auch ein ganz wichtiger Tipp, eben lieber mal öfter auch das Radl benutzen und nicht immer vom Taximama durch die Gegend gefahren zu werden. Ich habe eine Aktionsidee rausgegriffen, die sich mit dem Thema Recycling beschäftigt und wo es um Bäume geht. Hier wird auch sehr anschaulich eben beschrieben, dass Bäume sehr wichtig sind, damit wir atmen können, damit die Luft sauber bleibt und dass sie sehr wohl gut dazu beitragen, dass die Klimaerwärmung nicht so schnell voranschreitet. Und trotzdem werden eben pro Minute, das muss man sich tatsächlich mal verdeutlichen, etwa 30 Fußballfelder Regenwald abgeholzt. Das ist eine unglaublich hohe, hohe Zahl an Bäumen, auch die da zerstört werden. Der meiste Raum, der dadurch geschaffen wird, der dient als Wohnraum oder für Weiden und Äcker. Aber auch ein Großteil dieser Bäume wird eben für die Herstellung von Papier und Pappe benutzt. Ja, und das finde ich tatsächlich auch im Leseklub ein großes Thema. Denn meine Kinder, die malen unheimlich gern oder basteln was und falten was. Aber sie sind auch sehr, sehr verschwenderisch mit dem Papier. Und da habe ich auch eben kurz bevor das mit dem Corona hier anfing, angefangen, dass wir die Papierschnipsel gesammelt haben in einem großen Eimer. Und da wollen wir dann später auch einfach mal neues Papier draus schöpfen. Ja, jetzt würde ich fast sagen, Melanie, schalten du doch gleich das Video ein zu dem Recycling-Lesezeichen, ja? Genau, das mache ich gerne. Ich habe es auch schon vorbereitet. Das ist Licht an, richtig? Nein, Recycling-Lesezeichen, bitte. Sekunde. Entschuldigung. Ach ja, da. Ja. Genau, ich habe es mir als Nummer 3 markiert. Sekunde. So, genau, da ist es nämlich. Und ich halte es frei. Und zwar genau jetzt. So. Genau, da haben wir also auch, warte mal ganz kurz bitte vielleicht, also Papierreste gesammelt. Ich hatte zu Hause auch noch etliche Papierreste und es ist gleich ein weiterer Tipp noch dabei, eben Samenpapier zu basteln und da stelle ich dann später auch noch ein weiteres Buch vor. Jetzt darfst du bitte starten, Melanie. Genau, am Anfang darf man halt ganz viel zerreißen. Hier sind nochmal die ganzen Utensilien, die ich zusammengestellt habe auf dem Küchentisch. Ich habe absichtlich in der einen Schüssel mehr diese rosafarbenen Schnipsel gesammelt. In der anderen sind es hauptsächlich Prospekte aus der Werbung. Dann wird das Ganze ordentlich mit Wasser vermanscht und mit der Hand durchgeknetet und später auf ein Tuch ausgebreitet. Hier habe ich Bodentücher genommen. Man kann aber auch Geschirrtücher nehmen. Und Teile von dieser Pulpe habe ich auch eben in diese Plätzchenform gegeben und mit Blumensamen bestreut. Dann wurde das Ganze auf unserer Terrasse zum Trocknen ausgelegt. Und bei guter Sonne dauert das ungefähr einen Tag, bis man dann eben aus diesen Papierplatten auch Lesezeichen fertigen kann. Einfach ausmalen, jeder auch nach dem Formwunsch, den er hat. Man kann eben auch ein kleines Löchlein oben reinmachen. Das funktioniert bei mir meistens nie genau in der Mitte. Und bevorzugterweise nutze ich dafür natürlich Geschenkbänder, die man sonst nicht mehr benötigt, also die schon mal benutzt wurden. Und zur Dekoration eignen sich auch hervorragend ebenso Schnipsel auslochern. Die anderen beiden Lesezeichen habe ich bewusst jetzt mal nicht dekoriert,
weil ich denke, die Kinder können sich selbst was einfallen lassen oder auch ihren Namen draufschreiben. Und das sind eben die Samenpapiere. Genau, jetzt kannst du es noch einmal kurz beenden. Die Samenpapiere, die ich natürlich auch für den Leseclub besonders schön finde, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt jedes Kind vielleicht auch daheim solche Samenpapiere herstellt und die verschenkt. Also manche Kinder wohnen ja auch beieinander, die können sich die gegenseitig in Postkasten stecken. Und dann muss man die einpflanzen und schaut, welche Pflanzen überhaupt daraus wachsen. Das ist sicherlich eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Und auch bei den Lesezeichen finde ich es sehr schön, weil ich habe sonst beim Papierschöpfen tatsächlich immer alles püriert und sehr fein gemanscht. Aber wenn man das nur mit der Hand durchwalkt, dann bleiben halt noch so Papierreste drin. Und ich finde, das sieht eigentlich gerade beim Lesezeichen besonders schön aus und es macht eigentlich auch überhaupt keinen Aufwand. Ja, zu dem Samenpapier eignet sich auch ein Buch in Ihrer Leseclub-Ausstattung. Das heißt Die Räuber im Schulgarten, geschrieben von Uschi Luhn und erschienen im Duden Verlag in der Reihe Leseprofi, eine Lektüre, die sich auch für absolute Leseanfänger eignet. Und wie man eben schon hört, geht es natürlich um den Schulgarten. Da ist zum Beispiel das Mädchen Lilly, die ihrer Oma gerne den Schulgarten präsentieren möchte und plötzlich feststellt, ups, da fehlen Erdbeeren. Und ihr Freund Louis meint, ach, das war bestimmt der Felix, der hat auch schon immer mal die Erdbeeren geklaut. Naja, aber Sie, ich weiß nicht, sehen Sie das jetzt gut auf dem Cover? Sehen Sie die Räuber? Ja? Also die wirklichen Räuber, die sind eigentlich schon auf dem Cover zu sehen. Eine ganz tolle Geschichte, die eben auch dazu einlädt, selbst Gemüse anzubauen oder eben diese Samenpapiere herzustellen. Ja, jetzt bin ich selbst gespannt, weil mein nächster Praxistipp, wenn jetzt keine Fragen kommen, waren Fragen da? Entschuldigung. Ich habe dich jetzt gerade nicht gehört. Genau. Es waren keine Fragen. Es waren Anmerkungen noch einige im Chat. Und ich würde sagen, wir machen dann erstmal weiter. Wenn Fragen kommen, wie gesagt, jederzeit gerne Hand heben oder einfach in den Chat schreiben. Ich freue den Chat und schaue immer nach. Was genau kommt als? Ja, jetzt hoffe ich halt, dass es klappt mit der Bildfreigabe bei dem Kahoot. Und jetzt sind Sie alle gefragt, dass Sie Ihr Smartphone zücken und die Kahoot-App öffnen. Ich mache erstmal den Bildschirm so. Ich gucke mal, ob das jetzt heute funktioniert. Und zwar, man sieht den Bildschirm jetzt mit dem Kahoot, oder? Ja, genau. Genau. Bevor ich starte, ich zeige Ihnen das nochmal kurz. Man geht halt auf diese App. Und ganz unten in der Mitte auf dem Feld gibt es so ein, wo Enter PIN draufsteht, da muss man einmal draufklicken. Und das dauert dann einen Moment und dann hat man dort ein Feld, wo man den Game PIN eingeben muss. Ja. Dabei starte ich das Ganze jetzt mal. Ich nehme dafür die Classic-Version. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. So, und jetzt ist es bei mir furchtbar laut, bei euch hoffentlich nicht. Moment. Nein, bei uns ist es nicht so laut, zumindest höre ich nichts. Ach super, da haben sich schon ein paar angemeldet. Genau, ich komme auch. Da muss der Code muss eingegeben werden, also die 210872. Wir warten noch einen Moment, weil manchmal dauert das ein bisschen, bis sich das lädt. Und die Fragen werden dann am Bildschirm hier eingeblendet und Sie müssen dann während des Rätsels einfach nur auf die Symbole drücken. Ich melde mich jetzt auch einfach mal noch mit an. Genau. Man kann auch ein Nickname eingeben, das ist ganz egal, wie man sich da nennt. Wir kontrollieren das nicht. So. Sollen wir noch einen Moment abwarten? Ach ja. Also wenn du startest, dann kann sich keiner mehr anmelden, richtig? Ich glaube nicht. Nee, das habe ich jetzt so in der Form noch nicht ausprobiert. Genau, dann warten wir noch einen kurzen Augenblick und wir können ja kurz
Kahoot sagen. Das ist eine kostenlose App. Das haben wahrscheinlich einige auch schon in unseren Workshops zum Thema digitale Leseförderung kennengelernt, das Kahoot. Es ist immer eine schöne Art, Kinder, die jetzt vielleicht noch gar nicht so gerne Bücher in die Hand nehmen, trotzdem irgendwie zum Lesen zu bekommen, weil Rätseln macht den allermeisten Kindern viel Spaß. Man kann sich auch gut miteinander messen. Und es ist sehr, sehr einfach in der Anwendung und sowohl ja in der Quiz-Anwendung, die wir jetzt gleich ausprobieren werden, als auch im Erstellen von eigenen Quiz. Also das ist quasi fast selbsterklärend und ein wunderbares Tool. Und man kann eben auch mit der Version, die man nicht bezahlen muss, eben schon ganz viel machen. Natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten, wenn man die Bezahlversion nimmt. Genau. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Und das ist dann praktisch eine Challenge, wo jetzt alle gegeneinander antreten. Zu den Büchern, das werden Sie aber gleich auch sehen, wenn ich auf Start drücke, Tiere, die kein Schwein kennt. Da habe ich übrigens auch die Genehmigung des Gerstenbergs Verlags bekommen, das eben hier mit Ihnen so spielen zu dürfen. Die fanden das übrigens auch ganz lustig. So, wir starten. Are you ready? 5 Fragen warten auf Sie. Sie dürfen selbst gelesen werden, die Fragen. Ich überlege gerade, ob ich selber mitspielen soll, ob ich selber falsche Fragen. Das wäre ja richtig gemein. Das wäre gemein, ne? Sowas von, genau. Also man hat auch immer die Möglichkeit, glaube ich, die Zeit selbst einzustellen, ne? Also wie lange man die Fragen beantworten kann. Genau, und ich habe meinen Mann testen lassen, der hat gemeint, ich muss immer ein bisschen mehr Zeit geben. Genau. Gerade bei Kindern, die vielleicht auch im Lesen noch nicht so geübt sind, macht es natürlich mehr Sinn und ist auch fairer, denen gegenüber ist auch ein bisschen länger. Genau, da müsste man vielleicht auch sogar kürzere Antworten anbieten. Ne? Es waren doch aber 13 Teilnehmer, oder? Dann müsste ich eigentlich fertig sein. Ne? Schauen wir mal weiter. Genau, jetzt werden gleich die Punkte auch verdiert. Und ich sehe das jetzt immer nur begrenzt, weil jetzt gerade dieses andere Bild darüber liegt. Aber das ist jetzt, glaube ich, egal. Ich drücke jetzt einfach mal auf die nächste Frage. Denken Sie daran, welche Aussage stimmt nicht? Ein tolles Tier, oder? Wunderschön. Wunderschön, genau. Oh, wir haben schon 13 Antworten. Ja, dann mache ich doch einfach weiter. So, der Kuba-Schlitzrüssler, der ist einfach nur nicht so groß wie ein Hund. Der hat nämlich Giftzähne. Das macht ihn nicht ganz so sympathisch, finde ich. Aber ja, und es gibt ihn halt auch kaum noch. Das ist schade. So, wir können weitergehen. Bei der nächsten Frage, jetzt gibt es erst noch mal ein Ranking. Da spielt übrigens auch eine Rolle, wer wie schnell antwortet. Ja? Also Geheim und Peter haben wahrscheinlich schneller geantwortet als ich. Also können sie dadurch auch noch mehr Punkte abkassieren. Da geht es um Wahrheit oder Falsch. Ja, wow, da waren sie aber schnell. Es ist tatsächlich wahr, dieses arme Tier wird wegen seines Duftdiskrets gejagt. Und ihn gibt es kaum noch. Und er hat eine ganz lustige Nase, mit der er alle möglichen Sachen anstellen kann. Also unbedingt auch mal reingucken in das Buch Tiere, die kein Schwein kennt. So, jetzt haben wir noch eine Frage. Erstmal gibt es wieder ein Ranking. Peter haben wir runtergewischt.
Jetzt hat sich ein Fantasy-Club nach oben gespielt. Die vierte Frage, welches Tier steht dort oben auf dem Baum? Da habe ich einfach nur einen Ausschnitt genommen. Bisschen gemein, die Frage. Ja, ich glaube, die kriegt man hin, wenn man so ein bisschen logisch denkt, dann... Mal schauen, ob du richtig antwortest. In der Tat, ja, das ist nicht gesagt. So, ich zeige Ihnen das nachher, welches hier das Richtige war. Also da unten, das ist nämlich auch so ein Moschushirsch. Ja, vielleicht schlage ich den einfach direkt mal auf, weil ich fand den auch spannend. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass solche Tiere auf Bäume klettern können. Ja? Und auch die haben das gleiche Leid wie dieser russische Desmond. Die werden auch wegen ihres Diskrets gejagt. Man glaubt es kaum, aber es scheint einen unglaublichen Bedarf zu geben an Moschus. Und das ist ein chinesisches Moschustier. Und man nennt ihn auch einen spitzzähnigen Kletterhirsch. Also habe ich nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Ach, ich habe mich nach vorne gespielt. Sowas wollte ich gar nicht. Sorry. So, jetzt geht es wieder darum, welche Aussage über diesen niedlichen Dingiso ist falsch. So, perfekt. Dieses niedliche Tier stinkt natürlich nicht, aber er kann tatsächlich aus 18 Meter Höhe runterspringen. Ich finde, er schaut wirklich aus wie so ein Stofftier und überhaupt gar nicht wie ein lebendiges Wesen. Und das alles gibt es wirklich nachzulesen eben in diesen Büchern Tiere, die kein Schwein kennt. Das ist der Teil 2 und hier haben wir auch noch den Teil 1. Man sieht dann eben noch einmal das Ranking. Ja, mit einer Bewertung, wie viele Punkte ein jeder hat. Und auf Platz 1, die Spannung steigt. Okay. Okay. Gut, ich habe extra die letzte Frage schon falsch beantwortet. Hat wohl nicht gereicht. Ich stoppe jetzt die Bildschirmfreigabe. Moment, ich muss auch das andere eben mal stoppen, weil es im Hintergrund unglaublich laut ist. So, Heike, ich hätte dann auch tatsächlich schon eine Frage noch zu einer Aktionsidee vorher. Und zwar fragt jemand, eignet sich die Papiertechnik von den Lesezeichen aus Ihrer Praxiserfahrung auch zur Gestaltung von einem Buchcover, was als Lesetagebuch von den Kids genutzt werden soll? Dass man das auf einen Buchdeckel draufklebt. Doch, das eignet sich schon, ja. Ich würde dann vielleicht aber tatsächlich hergehen und das Papier ein bisschen pürieren, weil dann hat man das besser, dann pappt es noch besser beieinander und hält zuverlässiger. Dass man es vielleicht etwas länger einweichen lässt und dann später nochmal richtig püriert, dass die Papierfasern alle schön zerfallen. Aber es funktioniert auf jeden Fall, ja. Sehr gut, vielen Dank. So, haben wir noch eine Aktionsidee? Ja, wir haben noch eine, wenn ihr noch Lust habt. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Dann machen wir das doch. Und zwar haben wir eine Aktionsidee, die hatte ich mir rausgesucht, und zwar zu diesem wunderbaren Buch Alles über Plastik. Das gibt es auch in der Nachausstattung im Herbst. Das täuscht so ein bisschen, das kommt ein bisschen daher mit den Klappen und macht so ein bisschen auf Kleinkinderbuch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so ganz gut sehen kann, aber die Texte sind zum Teil doch sehr umfangreich, die sich hinter den Klappen verbergen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches, spannendes Buch rund um das Thema Plastik.
Ich weiß nicht, haben Sie auch gewusst, dass man eben Plastik eigentlich nur ganz, ganz wenig neu recyceln kann. Man kann eben schwarze Produkte daraus fertigen, eine Bank, aber die lässt sich dann nicht wieder weiter recyceln. Oder auch diese Plastiktrinkflaschen, das geht nur 4, 5 Mal und danach sind die einfach auch bloß Müll. Also es geht einerseits darum, wie bereichert Plastik unser Leben und welchen Schaden nimmt auch die Umwelt bei dem vielen Plastik. Ich finde, die Kinder sind immer sehr beeindruckt, wenn sie hören, wie viel Plastik im Meer schwimmt. Ja, das können sie sich gar nicht vorstellen und entwickeln dadurch auch vielleicht ein eigenes Bewusstsein, eben nicht so viel Kunststoffe zu verbrauchen und auch mal einen Flohmarkt an, in ihre alten Spielsachen anzubieten, die sie nicht mehr benötigen. Ja, mein Praxistipp, den ich habe, den habe ich schon mal mit anderen Mitteln auch umgesetzt, aber ich dachte, man kann das auch wunderschön eben mit so Plastikgefäßen machen, die man zum Teil beim Einkaufen bekommt. Ich hatte gerade zufällig so eine Dose, eine Kunststoffdose für Tomaten. Ja, und da würde ich doch einfach mal sagen, machst du das Video an, Melanie? Das Licht an Video? Genau, das ist eine Upcycling-Idee, also eigentlich die Sachen aufwerten, die man hat. Dazu habe ich eben einen durchsichtigen Plastikeimer genommen und Motive aus einem Buch, das ich Ihnen danach noch vorstellen möchte. Und ja, und den Eimer kann man auch später immer weiter benutzen. Man muss nichts davon wegschmeißen. Starte doch einfach mal, bitte. Wie immer habe ich eben meine ganzen Zutaten auf dem Tisch zusammengestellt. Und dann habe ich begonnen, den Eimer zu bemalen mit wasserfesten Stiften. Das ist dabei eben ganz wichtig, weil das andere auf dem Kunststoff ansonsten nicht so halten würde. Und auf dem zweiten Eimer habe ich einfach ein Gedicht geschrieben. Dann können wir uns eine Lupe basteln aus einem Papierstreifen und aus einem kleinen runden Kreis, der dann die Lupe darstellt. Das wird zusammengeklebt und schon haben wir eine kleine Lupe. In die Eimer geben wir schwarze Pappe rein. Das ist so ein bisschen Übung, eben die Pappe richtig zuzuschneiden, dass das auch wunderbar in diese Eimerchen passt. Und jetzt sehen wir, dass man eigentlich fast nichts sieht, sondern nur, wenn man die Lupe nimmt, dass man dann eben wieder die einzelnen Zeichnungen erkennen kann und praktisch wie bei so einem Suchwimmelbuch eben nach und nach die Illustrationen erforschen und entdecken kann. Das Buch dazu stelle ich Ihnen gleich nochmal vor. Das ist nämlich Ratz und Mimi. Wunderbar eignet sich das aber auch dazu, vielleicht Geheimbotschaften oder einfach Gedichte aufzuschreiben. Und die anderen Kinder müssen das dann so nach und nach erforschen und lesen. Auch da macht tatsächlich das Lesen wieder mehr und mehr Spaß, weil man sich das so nach und nach erarbeiten muss. Also die Lichtanmethode. Im Grunde, ich habe das auch schon mal mit diesen normalen Plastikschutzhüllen gemacht. Aus Umweltgründen würde ich das tatsächlich jetzt nur noch tun, wenn man die schon verwendet hat und eigentlich nicht mehr benötigt. Also wenn einfach der Rand schon kaputt ist, dann kann man die auch dazu verwenden. Das Buch Ratz und Mimi ist der Knaller. Das ist so eine lustige Geschichte für etwas fortgeschrittene Leser. Und man kann es auch vorlesen für die Kleineren. Und die Protagonisten sind einfach zu lustig, weil Ratz hier vorne schaut ein bisschen fröhlich aus, aber der schläft natürlich überhaupt bloß den ganzen Tag. Ja? Hobbys, ich schlafe gern. Ach ja, und futtern mag er auch noch. Frühsport mag er nicht, Spätsport schon gar nicht. Und eigentlich überhaupt kein Sport. Und außer schlafen wäre ein Sport. Dann wäre das cool. Naja, und dann gibt es eben noch Guapo. Das ist so ein ganz, ich würde fast eher sagen Gockel, aber es ist ein Papagei, weil er einfach immer sehr auf sein Äußeres bedacht ist. Und Gunther, das Gürteltier, was schon mal gerne auch als Ball missbraucht wird. Und dann gibt es noch diesen vorwitzigen Klimbim, den Affen. Und alle drumherum heitern eigentlich permanent den schlafenden Ratz auf. Und der findet die ganze Welt eigentlich immer cool, weil er schläft ja bloß rum, bis ihm eines Tages das Fell zu jucken beginnt. Und das ist nicht cool, weil er kann nicht schlafen und muss ständig sich bewegen. Und dann raten ihm die anderen Tiere, du brauchst einen Bewohner. Ja, er macht dann gleich eine Stellenausschreibung und auf diese Stellenausschreibung meldet sich Mimi, ist hier unten, die Motte Mimi, die Popcorn putzen und Partys liebt,
und gefährliche Abenteuer und natürlich Langeweile absolut doof findet. Ja, und die nistet sich dann in das Fell von Ratz ein und macht dort ständig sauber, sodass er sich nicht mehr kratzen muss. Und dieses Motiv habe ich auch eben auf diesen Eimer mitgemalt, weil das höchst köstlich ist. Allein schon den ganzen Hausrat, den sie mitbringt, ja, um Ratzfell sauber zu halten. Und auch diese Dialoge zwischen den beiden sind so witzig, weil Motte halt ganz schnell ist, Ratz ist super langsam und er sagt nur, will nur ein Wort anfangen auszusprechen und dann redet sie ihm schon ständig hinein, weil sie einfach gar nicht abwarten kann, bis er zum Beispiel die Wörter Guten Morgen fertig hat. Also ein ganz schönes, köstliches Buch, wo es mittlerweile auch schon den zweiten Teil zu gibt. Ja, und das lässt sich dann natürlich auch wirklich gut für Vorleseaktionen zum Beispiel nutzen. Lesetheater könnte ich mir sehr köstlich dazu vorstellen, ja. Genau, solche Sachen kann man sehr gut machen. Ja, genau. Dann sind wir im Prinzip schon durch, liebe Heike. Ich hätte noch das mit den Karten. Wenn jetzt allerdings noch Fragen sind, müssten wir die vorziehen, obwohl das geht eigentlich auch ganz schnell. Okay, dann zeigen wir doch die Karten noch. Genau, es gibt noch keine Fragen hierzu, dann gehen wir erstmal weiter. Falls noch Fragen kommen, dann spielen wir die natürlich noch ein. Dann öffne ich mal das letzte Video. Genau. Mit den Papierdrahtkarten. Da geht es einfach nur auch um die Möglichkeit, dass man vielleicht auch mit den Leseclub-Kindern in Kontakt bleibt oder die mit ihren Großeltern in Kontakt bleiben und selber eben aus Naturmaterialien Karten basteln. So, genau. Papier. Genau, dazu habe ich einfach Papierdraht genommen, so eine Recycling-Klappkarte. Aber auch da geht ganz gut das selbst geschöpfte Papier und Buchseiten aus alten Büchern. Und den Rest sehen Sie ja dann gleich. Genau. Gerne nehme ich halt für solche Bastelangebote auch Landkarten. Und man kann sich dann von dem Bücherdraht so ein bisschen was abschneiden und belieben. Nach Belieben Tiere oder Bäume oder auch Männchen rausformen. Wer ahnt, was das werden soll? Jetzt einfach mal einen kleinen Vogel draus gebastelt. Und weil alleine immer einsam ist, noch einen zweiten Vogel dazu. Also es geht wirklich schnell. Bei den Landkarten finde ich eben toll oder Atlanten, dass man eben sich das Papier schön aussuchen kann, was jetzt gerade zu der Tierart passt, dass man noch einen Kopf sieht. Und das überschüssige Papier schneidet man ab und klebt das dann auf die Karten drauf. Und eben den Text kann man frei dazu gestalten. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, dass die Leseclub-Kinder ja am meisten ihre Omas und Opas vermissen und die sich besonders über Post freuen würden. Ja, das lässt sich natürlich zu allen Büchern verwenden. Ich habe ein Buch noch, vielleicht ganz kurz, dass ich vorstellen mag, weil das auch im Herbst in die Ausstattung kommt und sich eigentlich selbst erklärt, 100 Dinge, die du für die Erde tun kannst. Ja? Und das ist auch so ein kleiner Ratgeber, wo viel erklärt wird und eben ganz, ganz viele nachhaltige Mitmachtipps enthalten sind. Also dieses Buchpaket im Herbst müssen Sie auf jeden Fall für Ihren Leseclub noch dazu nehmen. Ja, das war es dann eigentlich schon von meiner Seite aus. Und falls es Fragen gibt, können wir die jetzt noch gerne klären. Vielen, vielen Dank, liebe Heike. Bisher sind noch keine Fragen akut bei uns eingegangen, aber ich finde es auch super gut, wie du das gemacht hast. Und der kleine Hinweis, genau, die Nachausstattung haben Sie ja wahrscheinlich schon bestellt, beziehungsweise viele von Ihnen, wenn Sie das noch nicht haben und Sie haben das Leseclubs for Future-Paket von den Bücherpaketen noch nicht bestellt. Genau, darum geht es heute hier. Also da können Sie auf jeden Fall nochmal zuschlagen, sozusagen. Genau, Christine Wörsching hatte noch eine kurze Anmerkung, die ich gerne noch an Sie alle weitertragen möchte. Sie hat beim Klett Kinderbuchverlag angefragt, ob man im Leseclub die Dinge verwenden kann, die aus der Ausstattung sind und hat da von Klett Kinderbuch gehört, dass das möglich ist. Also das können wir auf jeden Fall verwenden, das ist klasse. Sie sagen, wir Leseclubs dürfen die Texte aus den Bilderbüchern gerne nutzen. Da hat sie bereits angefragt. Das ist natürlich super toll. Vielen Dank, liebe Christine. Und genau, Sie alle... Ach, da kann ich vielleicht auch noch kurz was zu sagen. Genau, weil ich hatte jetzt auch tatsächlich Vorlesevideos aufgenommen für meine Leseclub-Kinder und habe da auch vorher beim Tulipan-Verlag nachgefragt, ob ich das dürfte. Und in dem geschützten Raum geht es, also sie haben mir das erlaubt,
Ich musste dann nur auf jedes Video vorher auch einsprechen, dass es wirklich nicht zum Teilen gedacht ist und auch nicht veröffentlicht werden darf, das Video. Genau, genau. Man darf einfach sowieso nichts, was eben jemand anderer sozusagen ja als geistiges Eigentum besitzt, dann irgendwie öffentlich ins Internet stellen. Aber zum Beispiel, wenn Sie in einem geschützten Rahmen, wie zum Beispiel in einer Zoom-Videokonferenz oder dergleichen, wie wir es heute machen, ja, den Kindern was vorlesen möchten oder so, ist das generell so eine Grauzone. Also da, das sollte eigentlich möglich sein. Ja. So, genau. Dann wollte ich eigentlich nur noch zum Abschied sagen, wir sind jetzt schon also ein bisschen über der Zeit. Es gab auch jetzt keine weiteren Fragen. Es hat sich auch niemand mehr gemeldet bisher. Sehr, sehr klasse. Trotz allem vielen Dank, dass Sie so lange mit dabei geblieben sind, auch alle. Also wirklich, wir haben bis zum Ende jeden gezogen. Das freut einen natürlich umso mehr. Die Tutorials, die Sie gerade gesehen haben, die kleinen Videos, das werden wir auch noch ein bisschen aufbereiten sozusagen mit ein bisschen Hintergrundmusik. Heike wird das auf ihren Kanal auch mal stellen, sodass Sie am Ende die kleinen Tutorials, also ohne das Webinar im Ganzen, sondern wirklich nur die Tutorial-Videos zu den einzelnen Anleitungen heute, auch im Nachgang Ihren Kindern zur Verfügung stellen können. Da erhalten Sie von uns natürlich dann auch nochmal eine Mail mit den Links zu den jeweiligen YouTube-Videos auf Heikes Kanal. Genau, ansonsten stellen wir diesen Workshop, den wir heute ja durchgeführt haben, auch auf unsere Webseite zum nachher anschauen. Das heißt, da können Sie auch gerne das noch an Ihre Kolleginnen und Kollegen weitergeben, wenn Sie sich interessieren oder sich auch nochmal anschauen, wenn es zu schnell ging an einen Stellen. Mhm. Genau, und ansonsten genau die Präsentation und Teilnahmebestätigung gibt es auch wieder wie üblich auf unserer Webseite dann zum Download. Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Eine kurze Anmerkung. Das Nachausstattungspaket, Wolf Borchers hat das gerade Gott sei Dank noch mal ganz kurz mir gespielt. Das besagte Bücherpaket heißt Umwelt und Klima, mehr Wissen, mehr Tun. Nicht Leseclubs for Future. Das war mein Fehler. Es tut mir leid. Genau. Es geht nur darum, dass dieses Paket quasi zu unserem heutigen Thema gut passt. Genau. Also Umwelt und Klima, mehr Wissen, mehr Tun. Gut. In der Nachausstattungsanfrage. So, das war es alles von uns soweit. Wir danken Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit bis zum Schluss. Ja, und Ihr Mitwirken, Ihr Mitmachen auch bei Kahoot. Vielleicht haben Sie auch jetzt Blut geleckt und wollen das auch selbst ausprobieren. Das lässt sich natürlich auch jetzt schon gut umsetzen. Genauso wie man zum Beispiel den Tipp mit dem Igel, was ich sehr schön finde, ja auch jetzt schon an die Kinder herantragen kann, wenn die Eltern natürlich mitmachen und ein bisschen unterstützen. Und dann kann man natürlich mit den Leseclub-Kindern ja abmachen, dass irgendwie sie wöchentlich mal Fotos schicken sollen. Wie weit ist denn euer Igel denn schon gewachsen? Das wäre natürlich nochmal so eine Aktionsidee, die man vielleicht schon jetzt so ein bisschen an die Kinder streuen kann, wenn man es denn streuen kann. Ja, generell sind wir nach wie vor für Sie erreichbar und da. Und nächste Woche werden wir auch das Thema noch einmal weitermachen mit einer anderen Kollegin, einer anderen Referentin, die dann eben weitere Aktionsideen zum Thema vorstellen wird, Christine Sinwell-Backes, nächste Woche am 28.04. um dieselbe Uhrzeit. Auch hierfür können Sie sich anmelden. Generell gilt wie immer, schauen Sie bitte auf unserer Webseite nach, wenn Sie sich interessieren. Auf unserer Webseite unter Weiterbildung für Ehrenamtliche finden Sie immer alle Termine und alle Anmeldemöglichkeiten direkt und können sich ja da frei bewegen sozusagen und sich aussuchen, woran Sie teilnehmen möchten. Am Donnerstag haben wir auch noch eine Leseclub-Sprechstunde, eine digitale. Da können Sie von uns quasi die Grundregeln erlernen, wie man Zoom vielleicht benutzen kann, um mit seinen Leseclub-Kindern gemeinsam ein kleines Angebot zu machen. Da sehen wir uns ja vielleicht wieder. Ich sage Tschüss, auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Liebe Heike, vielen Dank an dich. Großartig gemacht und Verstanden. Genau, bleiben wir alle gesund und machen einfach fröhlich weiter. Okay, vielen Dank. Danke. Tschüss. Auch. Genau, viel Spaß an die Leseclubs.